Der jüngste Milliardär der Welt kommt aus Deutschland. Albert von Thurn und Taxis. 1,5 Milliarden Euro. Die Liga der Superreichen. Es gibt viele Wege zum Geld und noch mehr es wieder auszugeben. In guten und in schlechten Zeiten. Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Revue der Milliardäre. Millionär kann jeder werden, aber Milliardär auf Dollarbasis, das sind gerade mal 946 Menschen auf dem ganzen Globus. Und der jüngste ist ein Deutscher. Albert von Thurn und Taxis, Jahrgang 83, zählt zu den wenigen, die ihr Vermögen noch geerbt haben. Die weitaus meisten unserer Superreichen aber haben ihre Kohlen selbst erworben. Mit genialen Einfällen, mit Fleiß, mit Glück und teils wohl auch mit krimineller Energie. Wir wollen heute mal genauer hinschauen und dem magischen Erfolgsrezept der Milliardäre auf die Schliche kommen. Denn zwei Fragen, Hand aufs Herz, bewegen uns doch alle. Erstens, wie zum Teufel wird man Milliardär? Und zweitens, macht das viele Geld auch glücklich? Unser erster Kandidat hat familiäre Wurzeln in Deutschland und gilt als Prototyp amerikanischen Reichtums. Auf den teuersten Wolkenkratzern von New York prangt sein Name. Baulöwe Donald Trump. 5 Milliarden Dollar hat er, nach eigenen Angaben. Er liebt den großen Auftritt und junge Models. Sein Motto, was nützt der Erfolg, wenn dich keiner kennt? Während andere Milliardäre oft versuchen, ihren Reichtum zu verheimlichen, um keinen Sozialneid zu wecken und keine unnötigen Widerstände gegen ihre Aktivitäten, ist es bei ihm genau umgekehrt. Er ist ein Showman. Trump ist reich geboren. Der Vater war immerhin schon Millionär, machte sein Geld mit Mietwohnungen. In den 70ern steigt Donald in die Firma des Vaters ein, kauft in Manhattan heruntergekommene Hotels und verwandelt sie in Luxustempel. Die Stadt New York hilft mit, verzichtet auf Steuern in Millionenhöhe. In den 80ern erweist sich Trumps Deal als äußerst profitabel. Manhattan wird zur Lieblingsadresse der Reichen und Schönen, die für eine Wohnung im Wolkenkratzer astronomische Preise zahlen. Trump selbst wohnt und arbeitet im Trump Tower. Gern zeigt er sein 25 Meter langes Wohnzimmer aus Marmor und Gold vor oder die Residenz in Palm Beach. Als ein Journalist behauptet, Trump sei eigentlich nur Multimillionär, zieht er erbost vor Gericht. Wenn Trump sagen würde, er wäre nur Multimillionär, dann ist es heute in Amerika gar nichts mehr. Dann spielt man auch in der Gesellschaft keine so große Rolle. Früher hätte man mit 100 Millionen auch noch ganz gut dagestanden, aber heute müssen es dann schon ein paar Milliarden sein, um sich in der New Yorker Gesellschaft oder überhaupt in der Weltöffentlichkeit so zu sonnen, wie er das gerne tut. Anfang der 90er steht Trump plötzlich vor dem Ruin. Sein Taj Mahal in Atlantic City soll das teuerste Casino der Welt werden. Doch der Baulöwe hat sich übernommen. Zeitgleich brechen die Immobilienpreise in Manhattan ein. Keine Bank gewährt ihm Kredit. Auf einmal kam sein Vater ins Casino und kaufte für 2 Millionen Dollar Spielchips. Die mussten mit der Schubkarre rausgefahren werden. Die Banken hatten Trump ja verboten, sich noch mehr Geld für sein Casino zu borgen, aber auf diese Weise umging er das Verbot. Das muss man ihm lassen. Am Ende hat er es ziemlich clever hingekriegt, zahlungsfähig zu bleiben. 2004 startet Donald Trump eine eigene Fernsehshow. The Apprentice, zu Deutsch der Auszubildende. 20.000 Bewerber reißen sich um einen Job als Jungmanager in seinem Unternehmen. Anschauungsunterricht für rohen Kapitalismus. Die Kandidaten müssen sich gegenseitig ausstechen und in jeder Folge wird einer gefeuert. Der Satz "You're fired" lässt sich Trump schützen. Die Show erzielt Rekordeinschaltquoten und wird auch im Ausland kopiert. Ein Milliardär mit ausgeprägtem Showtalent. Quasi nebenbei führt er eine Modelagentur und organisiert die Wahl zur Miss America und zur Miss Universe. Hier zeigt er sich gerne mal von seiner vermeintlich weichen Seite. Die diesjährige Miss USA Tara Conner ist in die Schlagzeilen geraten, weil sie Kokain genommen hat. Trump soll ihr den Titel aberkennen. Doch er sagt, jeder sollte eine zweite Chance bekommen und gibt Conner ihren Titel zurück. Die Schöne bedankt sich natürlich tränenreich. It truly takes
Sie sagt, Donald hat ein Herz aus Gold. Vor allem hat er ein Herz für Models. Ivana, Trumps erste Frau, ist ein tschechisches Fotomodell und Skiass. 1972 startet sie bei Olympia. 13 Jahre sind die beiden verheiratet. Ivana arbeitet als Geschäftsführerin mit für ein symbolisches Jahresgehalt von $1. Sie sind das Glamour-Paar auf jeder New Yorker Party, bis Trump sie für eine andere verlässt. Marla Maples, 13 Jahre jünger als Ivana, auch Model und gelegentlich Schauspielerin. Nicht ärgern, handeln, sagt sich Ivana und fordert eine halbe Milliarde Dollar von ihrem Ex. Sie bekommt 25 Millionen plus Unterhalt. Über den Scheidungskrieg lacht ganz New York, aber Trump macht selbst das zu Geld. In einem Werbespot steht er mit Ex-Frau Ivana gemeinsam vor der Kamera und kassiert $1 Million Gage. Ich will auch noch das letzte Stück, sagt sie. Nein, sagt er, dir steht nur die Hälfte zu. Trumps Ehe mit Marla Maples hält nur 4 Jahre, was den Milliardär am Ende gerade mal $1 Million Abfindung kostet. Wenn es Models gibt, wenn es Frauen gibt, die das toll finden, vielleicht eine in einer langen Perlenkette von schönen Frauen zu sein, die an seiner Seite sind und dann leider irgendwann mal abserviert werden, dann ist es doch in Ordnung. Eheperle Nummer 3 wird Melania Knaus aus Slowenien. Natürlich auch Model und 25 Jahre jünger als Trump. Sie ist natürlich dabei, als ihr Mann mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet wird. Und dabei verrät der Milliardär ganz offen, dass sein jüngster Sohn einmal genauso werden soll wie er. Er ist stark, er ist schlau, er ist gemein, er ist gewalttätig. Alles Dinge, die ein erfolgreicher Geschäftsmann braucht. Zweimal hat sich Trump sogar bemüht, Präsident zu werden. Aber das viele Händeschütteln liegt ihm nicht. Er hat Angst vor Bakterien. Zumindest diese eine Immobilie bleibt wohl für immer ein Traum für Donald Trump. Unser nächster Milliardär hat den Sprung in die Politik geschafft und vergleicht sich selbst gern mit Napoleon. Silvio Berlusconi, der reichste Italiener. Und für 6 Jahre auch der mächtigste. 3 konservative Regierungen führt er an. Was ihn in die Politik treibt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Reformeifer? Machtwille? Die Furcht vor Strafverfolgung? Berlusconis Vermögen hat seinen Ursprung im Norden Italiens. Geboren 1936 in Mailand, der Vater leitender Bankangestellter. Silvio studiert Jura. Mit 25 stürzt er sich ins Geschäft, auch er in der Baubranche. Bald leitet er Großprojekte wie dieses, Mailand 2. Eine Luxustrabantenstadt für 10.000 gut zahlende Bewohner. Doch woher hat der junge Unternehmer das Startkapital? Sicher ist nur, es kommt von Schweizer Konten. Vermutlich über eine Immobiliengesellschaft aus Lugano. Es besteht der begründete Verdacht, jedenfalls hat er den nie ausräumen können, dass es wirklich dunkle Quellen waren, nämlich aus in der Schweiz angelegten Mafiageldern stammt. Beweisen lässt sich nichts. Und so fließt der Gewinn in diese Prachtvilla vor den Toren Mailands. Seinen Reichtum versteht Berlusconi als Ausdruck besonderen Geschicks. Er zeigt ihn gern und umgibt sich, wie so viele seiner Einkommensklasse, mit schönen Frauen. 1985 lässt er sich von seiner ersten Gattin Carla scheiden. Da hat er mit der 20 Jahre jüngeren Veronika schon eine Tochter. Bis zur Hochzeit 1990 folgen 2 weitere Kinder. Auch geschäftlich tanzt Berlusconi gern auf mehreren Hochzeiten. Die Fernsehkabel seiner Trabantenstädte gehören ihm schon. Jetzt produziert er auch noch ein eigenes Programm. Eigentlich ist landesweites Privatfernsehen noch verboten. Die richtigen Freunde sind behilflich. Dass ein Mann wie der Sozialdemokrat Craxi ihm mit Dekreten geholfen hat, seine wirtschaftlichen Pläne durchzusetzen, spricht ja auch Bände. Warum hat der Ministerpräsident das gemacht gegen den Widerstand des Parlaments? Da muss es also sehr massive Gründe gegeben haben. Meinungsmacht und Parteispenden.
Berlusconi dominiert den italienischen TV-Markt mit seichter Unterhaltung und lukrativen Produktshows. Und ganz wie beim echten Napoleon scheint die Expansion keine Grenzen zu kennen. Bald gehören Zeitschriften ebenso wie Supermarktketten zum Imperium Berlusconi. Dann, Anfang der 90er, gerät seine Lizenz zum Gelddrucken in Gefahr. Korruptionsskandale erschüttern Italien, Berlusconis Freunde wie Bettino Craxi stehen vor Gericht. Politiker wollen seine Medienmacht beschneiden. Das milliardenschwere Imperium droht zu zerfallen. Der kleine Mann aus Mailand entschließt sich zu einem radikalen Schritt. Wenn die Politik nicht mehr mitspielt, wird er eben selbst Politiker. Forza Italia heißt das populistische Bündnis, mit dem Berlusconi 1994 antritt, sein Geld zu sichern und seine Macht zu steigern. Inhalte zählen wenig. Der Parteikader besteht aus Berlusconis Angestellten. Er selbst präsentiert sich als skandalfreier Selfmade-Man. Die eigene Medienmaschine unterstützt den Chef natürlich nach Kräften. Tatsächlich gewinnt Silvio Berlusconi die Wahl, wird Ministerpräsident. Auch als Politiker hat er alles erreicht. Sein ohnehin ausgeprägtes Selbstbewusstsein scheint jedes Maß zu verlieren. Wenn man auf so vielen Gebieten Erfolg hat, dann kann man nicht ganz dumm sein. Allerdings ist die Art, wie Berlusconi jeweils den Erfolg herbeigezwungen hat, ja nicht ganz unumstritten. Es gibt natürlich auch böse Leute, die sagen, er ist nur deswegen Politiker geworden, damit er viele seiner Straftaten verdecken konnte. In seiner zweiten Amtszeit lässt Berlusconi ein Immunitätsgesetz beschließen, das ihm Ärger mit der Justiz wegen Bestechung, Steuerhinterziehung und Bilanzfälschung ersparen soll. Insgesamt steht er in einem Dutzend Verfahren vor Gericht. Viermal ist er verurteilt worden. Viermal sprach ihn die nächste Instanz frei. Kritiker vermuten Einflussnahme, sprechen von einem schleichenden Staatsstreich. Auch die unabhängigen Medien will Berlusconi an die Leine legen. Ein Interview im Staatsfernsehen Rai bricht er live ab, nicht ohne der Moderatorin vor laufender Kamera mit beruflichen Konsequenzen zu drohen. Selbst im Europaparlament bleibt er sich treu. Beleidigende Worte gegen einen deutschen Kritiker. Herr Schulz, in Italien wird gerade ein Film gedreht über Nazi-Konzentrationslager. Auf Sie würde die Rolle des Lagerchefs perfekt passen, des Capo. Im Wahlkampf 2006 beginnt der Stern des Politikers Berlusconi zu sinken. Romano Prodi siegt mit knapper Mehrheit. Nach den Wählern wird auch die Ehefrau widerspenstig, kritisiert öffentlich das Macho-Gehabe des 70-Jährigen. Der Milliardär muss einlenken und entschuldigt sich öffentlich. Einen völlig anderen, geradezu zauberhaften Weg zum vielen Geld hat unsere nächste Milliardärin hinter sich. Ein Zauberlehrling hat sie reich gemacht. Der legendäre Harry Potter ist das Geschöpf der Autorin Joanne Rowling. And he and Harry led the way into the shop. J.K. Rowling! Das Pseudonym J.K. legt sie sich zu, weil ihr Verlag meint, Jungen würden keine Bücher von Frauen lesen. Niemand hätte damals gedacht, dass die Kinderbücher einer völlig unbekannten Autorin alle Verkaufsrekorde brechen würden. Heute ist Joanne Rowling die reichste Frau Großbritanniens. Die Idee zu Harry Potter sei ihr bei einer Zugfahrt gekommen, sagt sie. 25 ist sie damals. Sie hat einen Uni-Abschluss und lebt in Manchester. Ihre Studienjahre waren keine glückliche Zeit. Sie gilt als verträumt und in sich gekehrt. Die Mutter ist schwer krank, multiple Sklerose. Als sie stirbt, bricht Joannes Welt zusammen. Um auf andere Gedanken zu kommen, geht sie nach Portugal und jobbt als Englischlehrerin. Sie lernt den Journalisten Jorge Arantes kennen, sie heiraten und bekommen eine Tochter. Doch die Ehe ist nicht glücklich, der cholerische Gatte setzt Joanne eines Nachts vor die Tür.
Mit ihrer 4 Monate alten Tochter flieht sie zurück auf die Insel, lebt von Sozialhilfe. Entmutigt flüchtet sie in ihre Fantasiewelt, zu Harry Potter. Ohne einen Verlag zu haben, schreibt sie an ihrem ersten Band in einem Café. Ihre kleine Wohnung ist trist und kaum geheizt. Sie haben mich hier arbeiten lassen, wenn meine Tochter im Kinderwagen schlief. Vorher bin ich mit ihr immer ein paar Runden um den Block gegangen, damit sie einschlief. Und dann habe ich hier über einer kalten Tasse Kaffee gesessen und einfach nur geschrieben. 12 Verlage lehnen das Buch ab. Nur bei Bloomsbury will man eine kleine Auflage von 500 Stück riskieren. 1997 erscheint der erste Band und von nun an geht es Schlag auf Schlag. Joanne Rowling weiß schon damals ganz genau, dass sie insgesamt 7 Bände schreiben will. Ein US-Verlag erkennt das Potenzial der Zauberstory. Nur 3 Tage nach Erscheinen des ersten Bandes ersteigert er die amerikanischen Rechte für $100.000. Das Leben der Joanne Rowling ändert sich über Nacht. Noch nie ist eine unbekannte Autorin so hoch honoriert worden. Andere Verlage werden hellhörig und ziehen nach. Als im Jahr 2000 der 4. Band in Rekordauflagen erscheint, ist Joanne Rowling längst ein Star. Die größte Veränderung für mich ist, dass ich mir keine Sorgen mehr um Geld machen muss. 4 Jahre lang war es mir sehr schlecht gegangen. Es reichte hinten und vorne nicht. Und wenn du ein Kind hast, ist das sehr belastend. Also das ist schon eine große Veränderung, diese Angst losgeworden zu sein. Aber ich kümmere mich um meine Tochter, ich schreibe, ich besorge den Haushalt und bringe den Müll raus. Ich bin glücklich, aber das hat nichts Glamouröses. Harry Potter ist ein Weltstar. Seine Schöpferin will es nicht sein. Trotz weltweit mehr als 300 Millionen verkaufter Bücher. Joanne Rowlings Vermögen wird von Experten auf etwa 1 Milliarde US-Dollar geschätzt. Alle Vermarktungsrechte einschließlich der Filmrechte hat sie an den Warner-Konzern verkauft. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die Verfilmung mit englischen Schauspielern besetzt wird. Wenn man einen solchen Stoff hat, wie ihre Bücher, dann kann man sie in Hollywood oder in England verfilmen lassen. Und sie werden immer ein Erfolg werden. Insofern ist es dann auch schon anerkennenswert, dass sie möglicherweise sogar auf einen gewissen Betrag verzichtet, wenn sie sagt, ich will es aber nicht in Hollywood alles ansiedeln. Auch privat ist Joanne Rowling wieder glücklich. Im Dezember 2001 heiratet sie den Arzt Neil Murray und ist inzwischen zum 3. Mal Mutter. Sie hat Millionen gespendet für den Kampf gegen Multiple Sklerose und die Förderung alleinerziehender Mütter. Einen Termin bei der Queen sagt sie ab, wegen Krankheit. Später kommt heraus, dass sie bei einer Schulaufführung ihrer Tochter nicht fehlen wollte. Der Hof nimmt's nicht übel und so bekommt die reichste Frau Großbritanniens doch noch einen Orden von der zweitreichsten. Auch unser nächster Kandidat lebt in England, doch er ist Russe und zwar der mit Abstand reichste. Bekannt wird er im Westen durch sein Hobby. 2003 kauft Roman Abramowitsch den Londoner Fußballclub FC Chelsea für 210 Millionen Euro. In England gab es negative Reaktionen. Russisches Geld, ein unbekannter Investor, was steckt dahinter? Und in Russland hieß es, wenn du Geld ausgeben willst, dann steck es doch in den russischen Sport. Mehr als 600 Millionen Euro hat Abramowitsch seitdem in den FC Chelsea investiert. Doch die Champions League haben die Blues noch immer nicht gewonnen. Einen Milliardär aus dem Nichts hat man Abramowitsch genannt. Ein jüdisches Waisenkind, aufgewachsen beim Onkel in Moskau. Sein erstes Geld soll er auf dem Schwarzmarkt verdient haben. Mit eher zwielichtigen Geschäften. Westparfum und Markenjeans. Mit 20 heiratet er seine erste Frau, Olga. Die unterstützt seine neue Geschäftsidee, die private Kooperative Uyut.
Plastikspielzeug stellt er her und Fußbälle. Zusammen mit einem Kompagnon. Im Oktober 1992 dann die große Chance. Nicht nur für Roman Abramowitsch. Russlands Staatseigentum wird privatisiert. Jeder Bürger bekommt Voucher, Anteilscheine im Wert von 10.000 Rubeln. Abramowitsch lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen und kauft Tausende von Anteilen auf. Das Ingenieurstudium bricht er ab und arbeitet als Broker in Moskau, zeigt erstmals sein Gespür fürs Geld. Er wird einer der großen Gewinner der Umwälzung in Russland. Die wesentliche Strategie von Abramowitsch war, erstmal irgendwie durch etwas dubiose Geschäfte zu Geld zu kommen und dieses Geld dann sehr geschickt in Aktien zu investieren, Aktien von Unternehmen, die damals nichts wert waren, aber aufgrund des Ölreichtums, der hinter ihnen stand, oder anderer industrieller Werte, die tatsächlich da waren und die nur gehoben werden mussten, dann nach kurzer Zeit wirklich einen großen Reichtum bedeuteten. Den Wahlkampf Boris Jelzins 1996 unterstützt Abramowitsch jetzt schon aus eigener Tasche, mit vielen Millionen. Jelzin wird noch einmal Präsident und die sogenannten Oligarchen, die mächtigen Finanziers im Hintergrund, dürfen die russische Rohstoffindustrie unter sich aufteilen. Jelzin lässt auch den Erdölkonzern Sibneft versteigern. Abramowitsch, noch keine 30, steigt mit 150 Millionen Dollar ein. 5 Jahre später ist sein Anteil an Sibneft schon mehrere Milliarden wert. Mehrfach wird wegen Geldwäsche gegen ihn ermittelt, aber ohne Ergebnis. Er hat also nichts wirklich selber als Unternehmer aufgebaut, keine Fabrik geschaffen, keine Arbeitsplätze selber geschaffen, sondern er hat vor allen Dingen sein Vermögen durch die Wertsteigerung vermehrt oder geschaffen. Und er erkennt die Zeichen der Zeit. Während andere Oligarchen bei Jelzins Nachfolger Putin in Ungnade fallen, sichert sich Abramowitsch weiter die Gnade des Kreml. Sein früherer Geschäftspartner und Konkurrent Michail Chodorkowski bekommt den neuen Stil Putins hautnah zu spüren und landet hinter Gittern. Abramowitsch verlegt seinen Wohnsitz vorsichtshalber nach London. Ich kann nicht sagen, dass ich keine Angst hätte. Theoretisch könnte mir das auch passieren, aber ich versuche, das zu vermeiden. Er arrangiert sich mit Putin, verkauft Sibneft für 11 Milliarden an die staatliche Gazprom und bleibt auf Putins Wunsch als Gouverneur aktiv. Ein Posten, der immerhin auch politische Immunität garantiert. Seit 7 Jahren ist Roman Abramowitsch Gouverneur der ärmsten Region Russlands, Tschukotka, im Nordosten Sibiriens, 200.000 Einwohner. Über 200 Millionen Euro hat er seitdem in die entlegene Region gepumpt. Investitionen, die den Kreml günstig stimmen. Für Gattin Irina bleibt wenig Zeit. Nur selten ist Abramowitsch Gast auf einer seiner 4 Luxusjachten. Ist er daheim, kommt zuerst das Geschäft, dann Chelsea und erst dann auf seinem Landsitz bei London die Familie mit den 5 Kindern. Geld im Überfluss, geschätzte 15 Milliarden, aber Zeit ist Mangelware. 2 private Boeings stehen ständig bereit. Dann im März 2007 die Scheidung von Irina, heimlich auf Tschukotka eingereicht, 300 Millionen Abfindung. Die neue, das Model Darya Zhukova, ist 15 Jahre jünger und erfolgreiche Designerin. Richtig unbeschwert wird auch diese Liebe wohl nicht lange bleiben, bei so viel Geld. Unser nächster Milliardär war erst Rebell, dann Herzensbrecher und heute eine lebende Legende. I hear anyway that the 4 of you are going to be millionaires by the end of the year. Oh, that's nice. Have you got time to actually spend this money? What money? 1964 erobern 4 Pilzköpfe aus Liverpool die Welt. Die Beatles. In den USA belegen sie die ersten 5 Plätze der Hitparade und auch ihr erster Film A Hard Day's Night wird zum Kassenschlager. Paul McCartney und seine 3 Freunde George, John und Ringo sind der größte britische Exportschlager.
Von Musik verstehen sie viel, vom Geschäft mit der Musik noch gar nichts. Wir wussten ja gar nicht, dass man Lieder besitzen kann. Wir dachten, sie sind einfach da. Es war völlig neu für uns, dass man sie besitzen kann. Wie ein Haus. Torheit schützt vor Schaden nicht. Paul McCartney bekommt für seine Lieder nur ein Fünftel der Copyright-Einnahmen. Wir haben einen echten Sklavenvertrag unterschrieben und der gilt immer noch. 1967 gründet McCartney mit den anderen Beatles die Plattenfirma Apple. Sie wollen Steuern sparen und ihre eigenen Produzenten sein. Es ist die Zeit brüderlichen Teilens. Alle Einkünfte werden gleichmäßig unter den Fabulous Four aufgeteilt. Der größte Aktivposten von Apple sind natürlich die Beatles selbst. Doch hinter den Kulissen rumort es schon. Persönliche Streitigkeiten zerrütten die Band, auch finanziell herrscht Chaos. ...1970 hat Paul McCartney genug. Er gibt die Auflösung der Beatles bekannt. Er lässt vom Gericht einen Zwangsverwalter für Apple bestellen. Das Problem mit Apple war, dass wir nur Künstler waren, ohne jede Ahnung von Finanzen. Wir gaben mehr aus, als wir einnahmen. Das Ende der Beatles löst bei den Fans Untergangsstimmung aus. Nicht aber bei den Bandmitgliedern. Alle starten eine Solokarriere. Den größten Erfolg verbucht Paul McCartney mit seiner neuen Band, den Wings. Unzählige goldene und Platinplatten machen ihn zum erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten. Und zum ersten Milliardär der Musikgeschichte. Dann hat er das Glück, dass die Musik in diesen Jahren zum ersten Mal ein globales Geschäft wurde. Das hat es früher in der Form nicht gegeben, dass es globale Musikmärkte gab. Vielleicht für Klassik und so weiter bis zum gewissen Grad. Aber nicht für die Musik, an der man viel Geld verdienen kann. Und dann kamen die technischen Wiedergabemöglichkeiten durch Rundfunk, durchs Fernsehen und vor allen Dingen durch die aufkommenden Magnetbänder. Mit dem vielen Geld kann Paul McCartney jetzt umgehen. Er kümmert sich persönlich ums Geschäftliche, engagiert sich sozial und politisch. Ein Song über den Irland-Konflikt bringt ihn auf die schwarze Liste der BBC. Privat liebt es der Superstar bescheiden. Mit Ehefrau Linda Eastman, einer New Yorker Fotografin, und den vier Kindern verbringt er viel Zeit zurückgezogen auf seinen Landsitzen in Schottland und Südengland. Dann im April 1998, nach 30 Jahren Ehe, stirbt Linda an Brustkrebs. 4 Jahre später heiratet Sir Paul das Ex-Model Heather Mills und verzichtet auf einen Ehevertrag. Seine Tochter, die Star-Designerin Stella McCartney, ist wenig begeistert und behält Recht. Im Mai 2006 endet McCartneys zweite Ehe in öffentlichem Streit. Sind Heathers Wutanfälle schuld oder die von ihr verschwiegenen Aktfotos? Man weiß ja nicht, wie diese Trennung zwischen den beiden zustande gekommen ist. Es heißt ja, er hätte sie rausgeschmissen. Wenn das richtig ist, dann ist sie wahnsinnig verletzt und dann schlagen natürlich verletzte Frauen ganz oft mit der Waffe Geld zurück und lassen überhaupt nicht mit sich reden. Und da die Presse so interessiert ist, instrumentalisieren sie die. Seitdem füllt der Rosenkrieg bei den McCartneys die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Bis zu 178 Millionen Euro, so heißt es, wolle Heather Mills für die Scheidung haben. Am Ende wird der Pop-Milliardär seine zweite Ehe vielleicht als das verlassen, was er schon 1964 war, als Millionär. Unser nächster Fall zeigt eine ganze Dynastie von Macht und Geld. 1947, ein Milliardär vor Gericht.
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach auf der Anklagebank des Nürnberger Prozesses gegen die Wirtschaftsbosse des Dritten Reiches. Er wird verurteilt, dann begnadigt. Es ist das Ende einer Ära. Dieser Mann, Alfred Krupp, Alfrieds Urgroßvater, war der Begründer der Stahldynastie. Aus der verschuldeten Fabrik seines Vaters machte das größte Unternehmen Europas. Die Krupp-Werke werden zum Sinnbild der Industrialisierung in Deutschland. Innerhalb weniger Jahre sind sie größer als die Stadt, die sie beherbergt. Der Umsatz ruht auf zwei Hauptsäulen: Eisenbahn und Waffen. Aus dem damals weltbesten Stahl schmiedet Krupp Kanonen und seinen Reichtum. Stein geworden in der Villa Hügel. 269 Zimmer. Die Residenz eines Stahlbarons. Alfred Krupp ist ein visionärer Unternehmer, der sich für seine Arbeiter verantwortlich fühlt und ihnen günstige Wohnungen baut. Seine Krankenkasse wird später zum Vorbild für Bismarcks Sozialversicherung. Ich denke, dass bei Krupp auch die Überlegung eine Rolle spielte, dass er den Einfluss der Arbeiterbewegung, der aufkommenden Gewerkschaften eindämmen wollte und sagte, ich kann euch was Besseres bieten. Nach Alfred, dem Kanonenkönig, wird ein Diplomat der nächste herausragende Chef im Hause Krupp. Gustav von Bohlen und Halbach, der Ehemann von Alfreds Enkelin Bertha. Er darf den Namen Krupp weiterführen durch Erlass des Kaisers. Das Deutsche Reich träumt von Weltmacht und Krupp produziert, was Armeen so brauchen. Auch den Stahl für des Kaisers geliebte Flotte. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und die Gussstahlfabrik wird Heimatfront. Niederlage und Revolution schaden dem Gedeih der Firma weniger als anderen. Rasch gelingt die Umstellung auf Friedensproduktion. Doch der Nächste, der von Krupp Kanonen will, betritt schon die politische Bühne. Anders als die meisten Industriellen hält Gustav Krupp zunächst Distanz zu den Nazis. Nach der Machtübernahme 1933 wird Hitler nur in der Firmenzentrale empfangen, nicht aber in der Villa Hügel. Erst die Aufrüstung beendet die Distanz. Großaufträge für die Wehrmacht machen Krupp zum Nutznießer von Hitlers Kriegskurs. Das Geschäftsinteresse scheint alle Zweifel zu beseitigen. Es ist schwer zu sagen, wie weit die Taktik geht und wo die Überzeugung dann anfängt. Später ist Krupp immer mehr davon überzeugt, dass die Regierung Hitler für Deutschland ein Gewinn ist. Für Deutschland und die Firma. Der wertvolle Geschäftspartner wird jetzt natürlich auch in der Villa Hügel empfangen. Hitler zeigt sich großzügig. Per Erlass macht er Gustavs Sohn Alfred von Bohlen und Halbach zum Alleinerben des Stahlimperiums. Das spart viele Millionen Reichsmark Erbschaftssteuer. Alfred ist gerade erst 36, als er seinen kranken Vater an der Spitze von Krupp ablöst. Der Parteigenosse und Förderer der SS setzt die regimetreue Firmenpolitik fort. Hitlers Waffenbedarf ermöglicht gigantische Gewinne. Im Krieg fallen tausende Krupp-Arbeiter an der Front. Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter sollen die Lücken schließen. Sie schuften unter zum Teil unmenschlichen Bedingungen. Auch jüdische Frauen aus den KZs werden zur Arbeit in den Essener Waffenschmieden gezwungen. Wie sehr ist Alfred Krupp dafür verantwortlich zu machen? Alfred war nicht mehr als ein Vollzugsorgan des Speerschen Apparates. Die Entscheidungsspielräume waren denkbar gering. Anfang 1945 rückt die Front näher. Krupps jüdische Arbeiterinnen werden auf eine Irrfahrt in Richtung Bergen-Belsen geschickt. Viele sterben. Nach Kriegsende wird Alfred Krupp von der US-Armee gefangen genommen und vor Gericht gestellt. In der
Urteilsbegründung wurde den Angeklagten insbesondere systematische Plünderung ausländischen Eigentums und menschenunwürdige Behandlung von Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen zur Last gelegt. Alfred Krupps gesamtes Vermögen, einschließlich der Krupp-Werke, fällt der Beschlagnahme. Bis 1951 sitzt Krupp in Haft. Dann kommt ihm der Kalte Krieg zu Hilfe. Er wird begnadigt und bekommt seinen Besitz zurück. Als Generalbevollmächtigten holt er Berthold Beitz, der im Krieg Juden gerettet hatte, nach Essen. Sein Vermögen vermacht er einer gemeinnützigen Stiftung. Der letzte Krupp, ein Milliardär, der für den Missbrauch steht von Macht und Geld in Zeiten des Terrors. In unserem nächsten Fall geht es um eine uralte Frage. Kann man Liebe kaufen? 1968 auf der griechischen Insel Skorpios. Die Weltpresse ist elektrisiert. Es heißt, dies sei die schwerste Beleidigung für Amerikas Männer seit Pearl Harbor. Es geht um eine nationale Ikone der USA, die Witwe des ermordeten Präsidenten. Jackie Kennedy heiratet Aristoteles Onassis, den Tankerkönig, 23 Jahre älter als sie. Es ist ein Deal, 20 Millionen in 5 Jahren. Selbst die ehelichen Pflichten werden per Vertrag geregelt. Onassis fängt ganz unten an, als Flüchtlingsjunge aus Kleinasien. Mit $100 in der Tasche setzt er über nach Amerika, Buenos Aires. Er ist 16, schuftet nachts als Portier und bei Tag in 3 anderen Jobs. Vom ersten Geld kauft er sich einen Anzug. Der Handel mit türkischem Tabak bringt den Griechen die ersten $100.000. Da setzt er eigentlich sein, ich sag mal, Genie ein, dass er nämlich die Weltwirtschaftskrise nutzte, um diese $100.000 anzulegen und gegen den Trend. Als alle anderen verkauften, hat er Schiffe gekauft. Schon früh verbindet er die Liebe mit dem Geschäft. Rädertochter Inga führt ihn ein in höhere Kreise. Onassis Flotte beginnt zu wachsen. Im Zweiten Weltkrieg stellt er seine Schiffe für gutes Geld den Alliierten zur Verfügung. Ein Kriegsgewinnler, der ein Vermögen macht. Als Ehefrau wählt er natürlich eine Rädertochter. Tina, Griechin, gerade 17. Als Mitgift gibt's ein Schiff. Die Ehe wie im Bilderbuch. Hier Töchterchen Christina und Sohn Alexander. Der soll den Vater mal beerben. Onassis ist auch in Deutschland aktiv. Eine Hamburger Werft erhält einen Großauftrag. 30 Tanker für das Ölgeschäft mit den Saudis. Der Grieche träumt davon, sich den Transport saudischen Öls exklusiv zu sichern. Doch die USA durchkreuzen seine Pläne. Klagen und Finanzskandale bringen Onassis an den Rand der Zahlungsfähigkeit. Die Suezkrise bringt die Rettung. England und Frankreich führen Krieg gegen Ägypten. Der Suezkanal, wichtigste Wasserstraße für den Öltransport, ist unpassierbar. Onassis erkennt, welche finanziellen Chancen auch dieser Krieg bietet und lässt seine mehr als 50 Tanker die Ausweichroute um Afrika herumfahren. Sein Vermögen wächst auf mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Onassis zog immensen Vorteil aus dem Krieg und aus der Suezkrise. Er hatte einfach die geniale Gabe, was immer auch passierte, seinen Vorteil zu entdecken. Im Steuerparadies Monaco lässt er eine Fregatte umbauen zur Luxusjacht Christina. Mit Marmorbädern, goldenen Armaturen, Bar und Tanzsalon. Luxus der 50er Jahre. Die Yacht wird zum Treffpunkt der Reichen und der Einflussreichen. Onassis Ehe geht dabei zu Bruch. Er scheint die Rücksicht auf seine engste Umgebung zu verlernen. Für manche ist er ein gutes Beispiel dafür, dass Geld tatsächlich den Charakter verdirbt. Je mehr Blumen man im Garten hat, desto mehr Sorgen hat man auch. Das gleiche gilt für Kinder. Je mehr Kinder, desto mehr Probleme, von der Freude einmal abgesehen. Und ganz genauso ist es mit dem Geld.
Onassis liebt es, sich mit berühmten Frauen zu schmücken. Etwa mit Maria Callas, der größten Operndiva des 20. Jahrhunderts. Für ihn kehrt sie der Bühne den Rücken und hofft auf einen Heiratsantrag. Doch die Callas wird enttäuscht. Ihr Milliardär hat eine noch wertvollere Trophäe im Blick. Sie muss natürlich schön sein, aber auch weltberühmt. In den 60er Jahren kommt da nur eine in Frage. Jackie Kennedy. Sie sucht einen Mann, der das nötige Geld für ihren Lebensstil garantiert. Und sie will endlich ausbrechen aus den Fesseln des Namens Kennedy. Dafür ist sie durchaus bereit, einen der reichsten Männer der Welt als Gattin zu schmücken. Ich meine, jemand, der sich alles kaufen und alles leisten kann, der guckt auch, dass er vielleicht sich mit etwas aufwertet, was von jedermann bewundert wird. Und das waren nun mal zwei Frauen, die in der ganzen Welt Bewunderer hatten. Gleich nach der Hochzeit mit Jackie ist Onassis wieder geschäftlich unterwegs. Arbeiten ist besser als Sex. Dieses Motto zitiert er häufig in seiner zweiten Ehe. Jackie scheint dem Tankerkönig kein Glück zu bringen. Ein Schicksalsschlag folgt dem nächsten. Sein Sohn Alexander stirbt bei einem Flugzeugunglück. Ex-Frau Tina an einer Überdosis Schlaftabletten. Und Tochter Christina findet einfach keinen adäquaten Partner. Onassis ist zermürbt, er will die Scheidung von Jackie, doch der Tod kommt ihm zuvor. Die Ehe mit Jackie war der größte Fehler meines Lebens, so Onassis, kurz vor seinem Tod. Und sein Vermächtnis an die Nachwelt? Wer sagt, dass mit Geld alles möglich ist, beweist nur, dass er nie welches gehabt hat.